Endlich, nach so langer Zeit bin ich wieder unterwegs. Wir haben heute fantastisch, nicht mehr mal reden kann ich. Wir haben fantastisches Wetter. Die Sonne scheint. Wir haben jetzt 9 Uhr und ich schätze mal so um die 12 Grad. Ich werde heute auf einen Acker gehen. Ihr kennt ja die Gegend hier, schaut mal. Das ist diese tolle Wiese, diese Riesenwiese, wo wir ja schon tolle Funde gemacht haben. Aber auf diese Wiese gehe ich auf jeden Fall nicht. Irgendwann mal vielleicht wieder. Aber ich werde hier auf diesen Acker gehen. Da habe ich die Genehmigung und schau mal, ob vielleicht hier, ob wir da einige Sachen finden von den Menschen, die eben von dieser Wiese hier hochgetapert sind über diese Felder. Und da wollen wir mal gucken, ob wir was finden. Ich freue mich total, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin ganz aufgeregt. Ist ja jetzt schon über ein Vierteljahr her, dass ich unterwegs war. Gesundheitlich geht es mir wieder einigermaßen gut, so dass ich es mir zutraue, wieder unterwegs zu sein. Ja, wollen wir mal gucken. Jetzt möchte ich aber noch ganz kurz, bevor wir anfangen, den Andreas Krüger grüßen. Und das ist der, der mir vor fast genau einem Jahr, gestern oder vorgestern vor einem Jahr, die schöne Fundtasche und das Coinpad geschenkt hat. Und Andreas bat mich, ihm doch nach einer Saison ihm zu sagen, was ich denn von der Fundtasche von, was war das, genau, von Weiz ist die Fundtasche, was ich von der halte, wie sie sich bewährt hat. Und ich muss euch sagen, insgesamt eine tolle Fundtasche. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, aber das liegt eventuell auch an mir selber, alles hat prima gehalten, ganz toll. Dieses Gitternetz unten, wo der Dreck rausfällt von dem Müll, den man so einsammelt. Ja, und das Einzige, was negativ war, war die Tasche hier innen. Da ist die Naht aufgegangen und da habe ich mit einem Kunststoffkleber die eine Seite wieder angeklebt, damit es hält. Aber das kann natürlich auch an mir selber liegen, dass die Naht aufgegangen ist. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich unglaublich zufrieden mit der Tasche. Alles ist heile, noch mehr oder weniger. Na, eigentlich mehr. Diese Tasche hier an der Vorderseite, die habe ich eigentlich so selten oder eigentlich nie gebraucht. Da habe ich ein bisschen Papierzeug drin, um Funde eventuell einzumessen, aufzuschreiben, eine kleine Taschenlampe. Naja, aber nichts Wichtiges. Aber man kann natürlich auch andere Sachen reintun, seine Uhr und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, insgesamt eine tolle Tasche, die ich jedem empfehlen kann. Und ja, bei der Innentasche, wie gesagt, wahrscheinlich liegt es oder lag das an mir. Aber nachdem ich das jetzt wieder gepeppt habe, geklebt habe, funktioniert es auch bestens. Diese Tasche ist abwaschbar. Und wie gesagt, ist sehr, sehr stabil, hat viele Taschen nebenbei. Und ich bin sehr zufrieden. Das Gleiche gilt auch hier für das Coinpad. Da ist zwar oben der Pepper abgegangen, aber gut, was soll ich vom Coinpad großartig erzählen? Kennt ihr ja. Also das Coinpad ist nach wie vor in Ordnung. Blubber, 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 lieber Andreas. Also wenn es mal klappen sollte mit dir, mit deiner Genehmigung, falls sich die Behörden mal herablassen und dich einladen, was ich dir ganz, ganz doll wünsche, kannst du ruhigen Gewissens diese Tasche auch benutzen, also dir anschaffen. Ja, das war's eigentlich für dich, Andreas, und für alle anderen seid gespannt, ich bin's auch, was jetzt hier auf diesem Acker auf uns zukommt, überhaupt, ob überhaupt was auf uns zukommt. Aber schauen wir mal,
Vielleicht ist uns das Glück geheult. Ich würde sagen, wir tabern jetzt los und bis zum allerersten Fund. Bis gleich. Ja, Freunde, und der allererste Fund ist wieder mal Schrott. Und hier haben wir ein kleines Nagelfragment. Aber machen wir mal weiter. Davon lassen wir uns nicht abschrecken. Ja, Freunde, und jetzt haben wir wieder mal eine dicke, fette Mama gefunden. Eine Mutter. Da haben wir sie bestimmt eventuell eine Mutter von einem Reifen, von einer Felge, vom Trecker eventuell. Kein Schimmer, keine Ahnung. Eine Mutter! Na super, Staniolpapier, Scheiße. Nach langer Zeit wieder mal ein Eisenring bzw. so etwas in der Art. Da sollte es drin sein. Zumindest tut da der Pinpointer. Da brüllt Pinny auf. So, dann schauen wir mal. Na, das ist ja komisch. Aha. Ah je. Da muss es drin sein. Und da haben wir schon. Oh. Schaut, ein Brennecke-Geschoss, ein Flintenlaufgeschoss, kennt man ja, aber in dem Fall auch wieder nur Schrott, aber immerhin kein Flaschendeckel, das lässt ja schon auf Besseres hoffen. Ein Brennecke-Geschoss. Ja, Freunde, und hier haben wir einen Oberflächenfund, aber leider, glaube ich, handelt es sich um nichts Besonderes. Huch, Kamera flippt aus. Oh, Jesus Gott. Ja, ein Bolzen oder eine abgebrochene Schraube. Keine Ahnung. Wohl das Gegenstück zu der Mutter, die wir vorhin gefunden haben. Ja, eine Schraube. Ein Stückchen Kupferdraht. Alu-Scheiß. Eine der berühmten Abziehlaschen, ein Stückchen Blei. Die Klinge eines Balkenmähers, Trash, Müllabfall, ein verformtes Bleigeschoss. Und hier haben wir einen ollen Nagel, aber immerhin handgeschmiedet. Uno Schraubo di Spaxo. So, dann schauen wir. Ein sehr schönes, glockenreines Signal. Jetzt müssen wir mal gucken. Aha. Oh. Nee, das ist ein Stein. Na? Ah, da haben wir es. Ihr werdet begeistert sein.
Ich bin's auch. Mein Eisenring. Und diesmal ein richtiger. Und hier haben wir, was ist das? Ja, eine Kugel. Ah, nee. Das ist so eine, ja, Anhängerkupplungskugel vom Trecker. Habe ich schon mal hier gefunden. Ist ja witzig. Schweres Ding. Leider keine Kanonenkugel. Das wäre ja mal wieder richtig gut gewesen. Aber nein, es ist so eine Anhängerkupplungskugel. Kann man leider nichts machen. Eine Kugel mit Loch. Ja, Freunde. Und da fährt gerade mein Landwirt, der hier, ja, weiß ich auch nicht, düngen wird er wohl. So wie das aussieht. Nun gut, dann werden wir gleich mal ein Gespräch haben. Aber jetzt muss ich erst noch... Ach, jetzt klappt er seine Dinger aus. Ja, und nun düst er wohl los. Auch interessant. Und jetzt wird wohl gedüngt, so wie das aussieht. Nicht schlecht, Herr Specht. Stehe ich natürlich ein bisschen blöd, aber er hat ja nichts gesagt. Ja, Freunde, aber jetzt gucke ich auf alle Fälle noch, was hier im Loch ist. Und ich glaube, ich weiß schon, um was es sich handelt, um einen Ring. Aber eventuell um einen Bronzering, das würde mich sehr freuen. Da liegt er drin. Da ist er. Ah, wie schade. Er ist kaputt. Aber es ist ein Dreiviertel Bronzering immerhin. Will ich mal nicht meckern. Der erste halbwegs interessante und gute Fund, aber natürlich weit entfernt davon, was ich mir vorgestellt habe. Ich hatte eigentlich schon auf ein paar bessere Funde gehofft, aber gut, der Anfang ist gemacht. Ja, Freunde, irgendwie bin ich leicht frustriert. Ich bin jetzt 2 Stunden hier auf dem Acker, aber habe eigentlich an nur Schrott gefunden. Finde ich ein bisschen sehr schade. Auch für euch, weil ich euch ja immer, ich bin ja immer bemüht, schöne Funde zu machen, aber da sind andere wohl besser dran. Das liegt natürlich auch an der Gegend, weil hier nicht so viel los war. Aber was soll ich machen, ne? Vielleicht kommt ja noch was. Wir dürften jetzt so um die, schätze mal, zwischen 18 und 20 Grad haben. Also schön warm, aber die Funde lassen auf sich warten. Naja, es ist sehr ruhig, der Acker. Kann man nichts machen. Ist sehr schade. Aber ich werde jetzt noch ein bisschen gehen und gucken, dass wir vielleicht noch was finden. Ja, und nach langer Zeit haben wir hier einen kleinen Knopf gefunden, beziehungsweise ein Knopffragment. Ist ja schon kaputt. Naja, kann man nicht mal immerhin sagen. Und wieder mal ein halbes Hufeisen. Ein halbes Glück. Vielleicht war das schon der Bronzering und der halbe Knopf. Ja, von heute finde ich von allem die Hälfte. Hier haben wir auf alle Fälle ein halbes Hufeisen. Dass der Frühling da ist, sieht man an den Blümchen, an den Blumen, die jetzt überall wachsen hier. Ich bin jetzt einen Sprung noch in den Wald gegangen, weil die Wiese, die macht mich ganz fertig. Ich habe überhaupt keine Lust mehr jetzt auf den Acker, also nicht die Wiese, den Acker meine ich natürlich. Und deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen durch den Wald tapern und schauen, ob wir hier noch was finden. Ansonsten ist dieser erste Sondelgang 2020 für den Hintern, so wie es aussieht.
Aber gut, ihr kennt es ja von mir, dass ich nicht immer so tolle Funde mache. Hauptsache draußen. Und jetzt schaue ich noch ein bisschen. Ich bin jetzt ja dreieinhalb Stunden unterwegs auf dem Acker, habe keinen Bock mehr drauf. Und deswegen gehe ich jetzt noch mal in den Wald und nehme euch natürlich mit. Ja, und hier im Wald der erste Fund. Drei kleine Löcher mit Blech außenrum. Ich habe keine Ahnung, vielleicht war es eine Art Koppelhaken, keinen Schimmer. Ein ganz kleines Fundstück, ein kleines Artefakt, aber wohl nichts Besonderes. Ja, Freunde, das war's für heute. Leider haben wir wirklich gar keine schönen Funde gemacht. Gut, diesen halben Bronzering, dann den halben Knopf und dann noch das halbe Hufeisen. Könnt mich beölen. Naja, für den ersten Sondelgang 2020 ein sehr ernüchterndes Ergebnis. Aber was willst du machen? Kann ich nichts tun. Und faken tue ich nicht. Bei mir kommt's, wie es kommt. Und das ist mir die Hauptsache. Heute war es jedenfalls sozusagen fast ein Nullinger oder ein halber Nullinger. Ich bin auch ziemlich am Ende. Jetzt nach einem Vierteljahr nicht mehr, sondern ich spüre es ganz schön an den Knochen. Ich habe noch zwei, drei Wälder da hinten, da war ich sporadisch vor 3-4 Jahren schon mal, vielleicht gehe ich da noch mal hin, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ich hoffe nicht, dass ich noch Ärger kriege mit der Corona, mit dem Coronavirus. Ich mache eigentlich alles oder wir machen alles, die Sondelfrau, die Gabi auch, um uns da von Menschenmassen fernzuhalten. Ab und zu muss man einkaufen, geht nicht anders. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, euch allen drücke ich die Daumen, dass ihr gut über diese Krise kommt. Und wenn es weiter klappt, werde ich weiterhin mittwochs die alten Videos einstellen. Und wenn ich weiter zum Sondeln komme, natürlich sonntags dann die neuen. Ja, Freunde, das war's für heute. Viel Spaß mit den Videos und hoffentlich bis bald. Haut rein, lasst's krachen. Euer Sondel-Andi und einen schönen Gruß auch von der Sondelfrau, von der Gabi. Macht's gut. Tschüssikowski. Tschüss.